Ich stelle mir vor, dass wir viele Menschen in und um Leipzig mit regionalem, gesundem Obst und Gemüse versorgen, gute Anbaumethoden umsetzen können, einen schönen Betrieb haben, wo es den Leuten einfach gefällt, hinzukommen und wo es auch uns Gärtnerinnen und Gärtnern und alle, die da in diesem Betrieb arbeiten und wirken, einfach die gerne da sind und die sagen, hey, das ist mein Projekt, das ist meins, ich brenne dafür, so wie wir jetzt als Gründungsteam dafür brennen. Ja, wir wollen halt nicht, dass bei so einer wichtigen Sache wie Lebensmittelproduktion Profite im Mittelpunkt stehen. Sondern, dass man sich fragt als Menschen, die wirtschaftlich aktiv sind, was braucht die Gesellschaft und auf welche Art und Weise möchte die Gesellschaft mit Dingen versorgt werden. Cola Leipzig, kooperative Landwirtschaft, ist eine Genossenschaft, wo wir auf 35 Hektar Land bis zu 2000 Haushalte mit Obst und Gemüse jede Woche frisch versorgen. Unser Gemüse liefern wir entweder in die Verteilstation oder in Filialen der Konsum Leipzig EG. Und dort können sich das die Mitglieder abholen oder per Lastenrad nach Hause liefern lassen. Kooperative Landwirtschaft steht dafür, dass sich Verbraucherinnen und Produzentinnen, also die Gärtnerinnen und die das Gemüse abnehmen, zusammentun und gemeinsam diese Fläche von 35 Hektar, die wir zur Verfügung haben, übernehmen und die in ökologische Landwirtschaft überführen. Und das ist, glaube ich, die große Chance, die wir mit Cola Leipzig haben, dass wir eben dieses so viel Land haben, was wir jetzt sozusagen gemeinsam anpacken und gemeinsam daraus klimafreundliche Landwirtschaft machen können und gutes Gemüse produzieren können. Ich finde es großartig, mit meinen Kindern auf dem Feld Kartoffeln auszubuddeln. Ich glaube, was an dem Modell solidarische Landwirtschaft attraktiv ist und auch am Genossenschaftsmodell, ist eben, dass man auf der mittleren Ebene ansetzt und sagt, wir gemeinsam finanzieren ein Unternehmen und tun uns als Gemeinschaft zusammen. Wir besprechen, was dort passiert und schaffen uns sozusagen selber die Infrastruktur, um uns ökologische Lebensmittel zu leisten und auch uns gemeinschaftlich auszutauschen. Und dass da der Eigentümer der Fläche auf einen Bewirtschafter zukommt und sagt, hey, ich hätte gerne, dass ihr das bewirtschaftet und ich hätte gerne, dass ihr das biologisch, ökologisch bewirtschaftet und ihr dürft da bitte gerne Hecken pflanzen, also Flächen umnutzen und Raum für Biodiversität schaffen und Raum für Naturschutz schaffen. Ihr dürft auf dem Gelände bauen. Es ist ein Leuchtturmprojekt, was einzigartig auf der Welt ist. Allein das Solarthermie-Gewächshaus, statt mit Gas beheizt. Ein Energiekonzept von der Halle mit Strohballen, Holzbauweise bis hin zur Fruchtfolge, Blühstreifen, jedes zehnte Beet, Elektrotraktor. Ökolandbau von morgen für 2000 Haushalte und das Ganze genossenschaftlich, das ist unsere Vision. Dafür braucht es ganz viele Menschen, die mitmachen. Ab 2020, ab Mai sind wir auf dem Acker und das Gemüse bei dir zu Hause. Mai 2020 geht's los, kommt auf den Acker. Also kommt auf den Acker. Komm auf den Acker. Cola Leipzig ist eine Genossenschaft. Werdet Mitglied und Miteigentümer des Gemüsebaubetriebes. Es ist zudem möglich, uns mit einem Darlehen beim Aufbau des Betriebes zu unterstützen. Mehr dazu auf colaleipzig.de/Darlehen geben. Sei ein Teil der Agrarwende, gerade jetzt. Vielen Dank an die Gemüsekooperative Rote Beete EG, dass wir auf eurem Betrieb drehen durften.